Fasst mich nicht an. Hallo, ich wollte euch gerade verbieten, noch näher zu kommen, aber das funktioniert ja wohl nie. Stimmt's? Trotzdem werde ich mich angemessen verhalten. Kommt nicht näher, sonst springe ich. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich springe wirklich. Also nochmal, nicht näher kommen und versucht nicht, mich aufzuhalten. Nein, bei allen Göttern, tu so etwas nicht. Es gibt so vieles, für das es sich zu leben lohnt. Das ist sowas von der klischeehafteste Spruch überhaupt, Leute. Ich glaub's nicht. Springt doch, wenn es sein muss. Das verschafft dem Rest von uns mehr Luft. Okay. Gut, ihr macht gar nichts. Ihr müsst ganz schön viel Vertrauen in meinen Lebenswillen haben. So viel Vertrauen hat noch niemand in mich gehabt. Nie. Nicht bei meiner Mama. Vielen Dank, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Ich will leben, ich will leben. Oh nein, jetzt muss ich schnell nach Hause, bevor Mama den Zettel findet. Bei sowas ist sie immer empfindlich. Jeeves muss ihren überüblichen Schnaps doppelt so stark machen. Und dann erzähle ich ihr von meinen Entschlüssen. Haha, das Leben macht so viel Spaß. Was für ein Trottel. Also, ihr seht mal wieder, ich habe den Tag gerettet. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt, Leute. Sowas ist einfach großartig, wirklich. Genau solche Begegnungen. Das mag ich bisher an dem Spiel am meisten, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da springen auch immer wieder irgendwelche Fische hier. Aus dem See. Ach, schön. Ja, tatsächlich, das ist ein Fisch. Das ist so skurril, also wirklich. Okay, wir gehen weiter. So, sonst noch irgendwas? Das ist echt merkwürdig. Schade, dass ich für sowas keine Erfahrungspunkte erhalte. Sofort erledigt, Chef. Ein Schwarzbär. Was wollt ihr? Greift ihr uns eigentlich an, wenn wir näher kommen? Schwarzbär. Nee. Ist friedlich. Interessant. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Jetzt geht's mich was an, richtig? Okay, ich glaube, da ist auch nicht besonders viel. Ja. Dann nochmal hier rüber. Ja, man kann hier wirklich sehr viel Zeit investieren. Aber auch einiges finden. Aber ich glaube, naja, wir haben ja hier schon einen Diamanten gefunden. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal sonderlich viel anderes finden. Okay. Ich glaube, ich weiß aber noch, was ich hier machen will. Ja, ich glaube, das war's hier auch. Okay. Dann fehlt hier noch... Oh je. Ah, das untere Stück fehlt hier auch noch. So. Das Stück hier laufen wir auch nochmal ab. Genau. Und hier ist sonst auch nichts mehr. Zumindest nichts, das hervorstechen würde. Und hier drüben. Ja, ja, noch ein bisschen. Naja. So viel Zeit muss sein. Okay. Ja. Und hier unten. Auch nichts zu finden. Ich weiß, ich werde gerade etwas still, aber ich versuche hier nur die Gegend etwas abzusuchen. Ich analysiere die Karte. Genau, hier hätten wir ja einen ganz guten Fund damals gemacht. Noch ganz am Anfang. Ich habe hier gar nichts gemacht. Ja, ich glaube, das war's hier auch. Okay, laufen wir nochmal hier lang. Aber hier hatten wir dann wohl alles mitgenommen damals. Ach, das Stück hier noch. Aus Prinzip einfach mal aufdecken. Hey, ein Wolf. Heilige. Jetzt habe ich aber gut was abbekommen hier. Ja, okay, die können doch ganz gut austeilen, die Wölfe. Naja, wenn man selbst eben nicht trifft. Noch ein Stück, noch ein Stück. Jawohl. Okay. Jetzt mich was an, richtig? Den hätten wir auch. Und nochmal hier drüben lang. Dann hatten wir auch das letzte Stück. Okay.
Das war's dann. Achso, hier unten noch. Ach, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Oh, hier hatte ich wohl auch mal einen Wolf erledigt. Ach man, die armen Wölfe. Ich meine, sie greifen ja uns an. Ansonsten würde ich denen natürlich nichts tun. So, hier unten vielleicht nochmal langlaufen. Aber da scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Ich glaube, zum freundlichen Arm, da will ich dann auch nochmal kurz hinreisen. Das Stück hier. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Und zwar, wenn die das mal hinbekommen. So, hier. Freundlicher Arm. Reisestunden 16. Genau, da oben könnten wir auch noch hinreisen. Also, das ist ja der freundliche Arm hier. Wir sind jetzt gerade hier. Dann will ich nochmal kurz... Oh, hohe Hecke. Das haben wir jetzt wohl neu gefunden. So, ich reise erstmal zu dem Stück hier. Okay, genau. Das hatten wir, glaube ich, schon abgesucht. Jetzt hat mich natürlich interessiert, ob wir hier noch was finden. Jetzt geht's mich was an, richtig? So, vielleicht sollten wir mal unseren Kollegen heilen. Der ist nämlich... Warte, dass wir sie mal machen. Einmal... in die Hallen. Warten wir mal. Okay, das sieht schon besser aus. Oh ja, da werden wir direkt attackiert. Das ging äußerst schnell. Spricht wohl nichts dagegen. Da ist was. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ein Ring. Okay. Ja. Ja, wir müssen das ganze Zeug mal identifizieren. So, aber ich schmeiß das jetzt erstmal hier in das Säckchen hier. Okay. Wird sofort erledigt, Chef. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war der Platz von eben. Da ist ja sonst nichts mehr. Ja, ansonsten kämpfen wir hier mal weiter. Die stellen jetzt wirklich gar kein Problem mehr da. So, Kallet. Der hat ein Level-Up erhalten. So. Stufe erhöhen. Ja. Okay. Ich weiß jetzt aber auch nicht, warum wir hier überhaupt nichts zuweisen können. Okay. Aber das sollte jetzt mehr... Ja, oh. Ja, sehr gut. So, unser Hauptcharakter, sie braucht noch... Oder er oder was auch immer, braucht jetzt noch mehr Erfahrungspunkte. Sie ist da auch schon relativ nah dran. Er braucht noch am meisten. Ja. Aber Yahera und Kallet, die sind jetzt auf jeden Fall unsere stärksten Charaktere bisher. Welches Level haben die dann jetzt überhaupt? Die haben Level... Kämpferstufe 1... Achso. Ja, hier wollte ich gucken. So, Kämpferstufe 2, Druidestufe 2. Kämpferstufe 2. Alles klar. Okay. Ja, aber das ist gut. Sehr gut. Da... moniere ich mich nicht. So, aber die haben jetzt auch nichts dabei. Nee. Okay. Ja. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir hier noch sonderlich viel finden. Ich wollte nur noch mal nachsehen. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass wir hier überhaupt einen Ring finden, aber ich wusste eben, dass es hier anscheinend solche versteckten Gegenstände gibt. Deswegen habe ich dann noch mal nachgesehen. Ja, die bekämpfen wir noch. Oh, jetzt haben wir aber... Ich bin gestorben. So schnell kann es gehen. So, laden. Quick Save. Hier. So. Man kann es ja mal versuchen. Okay. Spricht wohl nichts dagegen. Probieren wir den Spaß noch einmal. Ja, so schnell kann es halt gehen. Das Problem ist eben, der Haupt... Also unser Gruppenanführer hier. Unser Charakter, der, naja, hat gerade am wenigsten Lebenspunkte von allen. Wo waren die denn? Kommen die nochmal? Dann würde ich die ja eigentlich nochmal bekämpfen.
Keine Ahnung, ob die hier nochmal auftauchen. Ich höre was, aber ich sehe sie nicht. Das erzeugt ja eine ziemliche Spannung. Ja, keine Ahnung. Wo die jetzt hier zurückbleiben. Naja, gehen wir. Und zwar... Peldrail, war das hier? Oh, Reisestunden 24. Ich glaube, die sind ziemlich... Die dürften jetzt eigentlich ziemlich erschöpft sein. So, haben wir jetzt unsere Kollegin eigentlich nochmal hier? Das war hier, oder? Haben wir die hier zurückgelassen? Müssen wir mal sehen. Ja, hier ist sie. Die kann sich mal kurz hier anschließen. So, entschuldige bitte, aber ich kann deine Gesellschaft im Moment überhaupt nicht gebrauchen. So, tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Wir nehmen sie jetzt kurz mit, damit wir zumindest nochmal ihre Gegenstände erhalten und dass wir sie im freundlichen Arm abliefern können, dass die ganzen Charaktere hier nicht so komisch verteilt sind. So, die kann mal mitkommen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Wir werden schon dafür sorgen, dass hier heute Nacht der Bär los ist. Na, wenn sie meint. Okay, weil... Genau, sie hat jetzt noch den Ring hier dabei. Den stecke ich mal, ups, direkt hier weg. Und genau, die beiden Skalpe hier. Haben wir die auch noch? Jaspis. Weg damit. Pfeile. Geben wir ihm. Ja, Keule. So. Dolch, Kurzbogen. Mehr Pfeile. Man kann ja nie genug Pfeile haben. Ja, er hat schon sehr viele Pfeile dabei, also ich weiß nicht, ob er die so schnell aufbrauchen wird. Genau, diese... Wie heißen die? Stab der magischen Geschosse. Die können die anderen hier aber auch benutzen, oder? Die sind schon ganz nett. So, die hier... Was war denn das? Heiltrank. Wir müssen hier eigentlich mal die Heiltränke aufteilen. So, kann ich mal Menge wählen. Ich nehme mal, so, die nehme ich mal an mich. Gebe ich ihm mal einen und sie hat schon zwei. Achso, ist er gerade, ah, der ist ja noch voll. Ganz recht. Na gut. So, bleiben wir erstmal dabei. Und ein Schnelligkeitsöl. Ja, warum nicht? So, Schnelligkeitsöl. Ansonsten hat sie noch dieses Schild hier. Ja, die Rüstung, die kann sie behalten. Und naja, die Pfeile nehmen wir nochmal an uns. Wenn wir sie hier zurücklassen. Ich habe ein bisschen zu viele Pfeile, ich weiß. Ich glaube, den Rest kann sie jetzt erstmal behalten. So, ja. Okay, dann soll sie mal mitkommen. Jetzt geht's mich was an, richtig? Jetzt reisen wir mal zum freundlichen Arm. Danach will ich nochmal in die Richtung hier reisen. Okay. Spricht wohl nichts dagegen. Achso, sind wir wieder hier. Beim freundlichen Arm sind wir wieder. Ich muss eine Pause einlegen. Ja, ich weiß, Leute. Du und die Stelle. Ich muss mich ausruhen. Sie sind alle sehr erschöpft hier, waren ja sehr lange unterwegs. Ein kleines so. Nickerchen würde im Moment. Stimmt, aber hier hatten wir auch irgendwo einen Gegenstand gefunden, ich erinnere mich. Aber jetzt erstmal hier in den freundlichen Arm. Dann können wir einen Charakter hier abstellen, können uns ausruhen, Gegenstände verkaufen, können wir alles hier machen. Und danach reisen wir direkt weiter. Das war jetzt eigentlich so mein Ziel. Ups. Freundlichen Arm. Okay. Alle hier hineinspaziert. Das kann auch einen Moment dauern. Dann kommen wir aber voran. Wie gesagt, Kapitel 2 haben wir schon mal angefangen. Ich meine, haben wir ja quasi nur gestartet, weil ich ja noch diese ganzen anderen offenen Missionen hier habe. Aber wenn wir ja schon die Gegenstände finden, dann will ich die auch abliefern. Ich werde jetzt natürlich nicht wegen jeder kleinen Mission, da werde ich jetzt nicht mitmachen, sonst wäre das ein bisschen zu viel. Ja, alle mitkommen. Jawohl. Wird sofort erledigt, Chef. So, genau. Weil hier ist ja auch unsere andere Kollegin noch. Die Nira. Ja, sie fand ich auch ganz nett, aber wie gesagt, wir haben schon so viele Charaktere. Das ist immer so schwierig.
So, dann kann sie nämlich mal hier zurückbleiben. Moment, Nira. Ich hab genug davon. Stellt sich mal hier hin und wir stellen uns mal. Jetzt geht's mich was an, richtig? Dahin. Gruppe neu formieren und sie kann weg. Fertig. So, einfach so, bla bla bla. Jetzt geht's mich was an, richtig? Dann sind wir wieder zu fünft. Und jetzt will ich mal mit Imi reden. So. Schriftrollenbehälter Edelsteinbeutel. Ja, die ganzen Bücher können wir jetzt bei dem zum Beispiel nicht verkaufen. Die Skalper auch nicht. Werden also wirklich nicht von jedem gekauft. So, Kurzbogen. Bringt schon noch ein bisschen was ein. Wir haben unzählige Pfeile. Wirklich, Heiltrank. Kurzbogen, Langschwert, Kurzbogen, Helm, Kurzbogen, Langschwert, Kurzbogen, Bastardschwert, Langschwert, Langschwert, Kurzbogen, Kurzbogen, Kurzschwert, Bastardschwert, Kurzschwert. Ja, ja, naja. Ich meine, ein bisschen was ist das ja noch. So, für ihn, sollte mir für ihn, naja, vielleicht eine bessere Rüstung kaufen, das wäre es eigentlich. Vielleicht nicht gerade einen teuren Plattenpanzer, das wäre ein wenig zu viel. Bockles Tatsche. Also diese Preisunterschiede, die sind ja schon sehr dezent. Kettenhemd oder Schienenpanzer? Na, ich nehme den hier mal mit. So. Dann kann er den mal stattdessen tragen. So. Wir haben jetzt diese ganzen Bücher dabei und er hat viel zu viele Pfeile. So. Ja, legen wir den mal hier oben rein. Die Falle werden wir schon noch los. Okay. Ansonsten passt das eigentlich soweit, oder? Gorions Brief haben wir hier. Ja, die Räuberskalpe, die will ich dann irgendwo anders verkaufen. Das kümmert mich nicht. Achso, wir müssen uns ja noch ausruhen. So, Edelmann. Hey, ich habe heute die Spendierhosen an. Wir nehmen ein Königszimmer. Und ruhen uns dort aus. Und dann geht's schon weiter. Okay. Was wollt ihr? Jetzt geht's mich was an, richtig? Hoffentlich alle ausgeruht. Und auf zum nächsten Ort. So, haben wir wieder Nacht, ja. Wird sofort erledigt, Chef. Tja. Das könnte aber gefährlich werden. Jawohl. Einverstanden. Diese Gruppe könnte einen Tritt in den Hinterteil tragen. Exakt. Da stimme ich zu. Gucken wir mal nach. Ja. Ja, Bu, einverstanden. Okay. Minsk spricht wieder mit seinem Miniaturriesenhamster. Kommt ihr hier auch noch irgendwie raus? Oh. Anscheinend ja. Okay, hier gibt es nämlich noch ein paar umliegende Orte. Es fängt an zu regnen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich mir nochmal ansehen will. Jetzt geht's mich was an, richtig? Aber überladen ist hier keiner. Nee. Die ganzen Bücher, die nehmen eben so viel Platz ein. Ich glaube, da sollten wir wohl verkaufen. Falls ich da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit finde. Ich könnte die auch theoretisch irgendwo ablegen und dann später wiederholen, aber ja, ich weiß nicht. Das ist mir dann zu durcheinander. So. Okay, die sind hier. Ich hoffe, die anderen kommen hier auch nochmal an. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, wie sieht's aus? Jetzt stehen die hier rum. So. Jetzt geht's mich was an, richtig? Diese Leute schwadronieren gerne vor sich hin. Ich glaube, ich habe das irgendwo eingestellt, dass sie das nicht immer sagen. Dass sie nicht immer ihre komischen Sprüche da ablassen. Nur manchmal. Dann hören wir wenigstens mal ein paar andere Stimmen, sonst bin ich hier die ganze Zeit nur am Reden. Das ist ein wenig strapazierend. Okay, da waren wir eben. So, das hier wollte ich mir nochmal ansehen. Okay. Spricht wohl nichts dagegen. Sehen wir mal. Wenn nichts dagegen spricht. Okay. Ja, so Minsk, den nehmen wir jetzt einfach erstmal mit. Und dann erfüllen wir mit ihm die... Was liegt hier rum? Ah, das ist ein Huhn. Diese Hühner sehen gefährlich. Naja, zumindest aus dieser Position sieht das aus wie solche Säcke. Naja,
Kann man ja mal verwechseln. Verdammt, je Bardo, so können wir nicht ewig weitermachen. Wir können unter keinen Umständen weiterhin unser Pensum erfüllen, wenn wir Angst haben, in die Nähe der Netze zu kommen. Entschuldigung, wer seid ihr? Seht ihr nicht, dass wir schwere Sorgen plagen? Dass mich schwere Sorgen plagen? Lass mich in Ruhe. Immer sagte Jebado, scheinen ziemliche Raubbeine zu sein, aber vielleicht können sie uns bei der Lösung der Probleme helfen. Ah ja, das Problem. Verzeiht mir meinen Beitrag, aber wir sind arme Leute, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zu Wasser lassen, läuft es voll Wasser und säuft ab. Umberle, die königliche Schlampe, sie ist es. Oh. Ganz ruhig, Talmann. Worauf er hinaus will. Wir werden von einer Priesterin der königlichen Schlampe Umberle schikaniert. Wir haben keine Ahnung wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen wollen, sorgt sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns wurden sogar schon auf dem Weg zur Anlegestelle weggespült, aber wir können der Garde nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bewegen kann, uns endlich in Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Geld, aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus den Abenteurertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, um den wir euch ersuchen. Seid ihr bereit, uns armen Fischersleuten zu helfen? Euer Angebot ist vielversprechend, betrachtet es als erledigt. Naja, wir können das ja mal annehmen. Aha, ich wusste ja, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich in einer kleinen Hütte im Norden. Passt gut auf und beeilt euch. Sie hat so ihre Tricks. Viel Glück, meine tapferen Freunde. Im Norden. Naja, wir sehen mal. So. Fischer und Priesterin. Das. Was ist denn los? Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo das jetzt hier wieder steht. Da. Ich habe den Fischern nördlich vom freundlichen Arm versprochen, ihnen dabei zu helfen, eine Priesterin von Umberle loszuwerden. Sie behaupten, sie hätte einige von ihnen angegriffen und getötet. Sie hält sich in der Nähe der Brücke nach Baldurs Tor auf. Okay. Ja, dann habe ich das richtig interpretiert, dass oben der Ort auf der Karte, also hier auf der Weltkarte, das hier oben ist Baldurs Tor. Ja, da müssen wir mal gucken. Hier ist die Brücke. Und hier oben ist irgendwie Ulgots Bad. Was auch immer das für ein Ort ist. Okay, müssen wir mal sehen. So. Hier raus. Und... naja, wir gehen hier nochmal, ich sehe mich hier nochmal um. Wird sofort erledigt, Chef. So, zumindest eine Person kann hier rein. Ups. Jawohl. Wahrscheinlich alles verschlossen wieder. Natürlich. Okay, sonderlich viel gibt es hier auch nichts zu finden. Dann gehen wir wieder. Gut, Leute. Wird sofort erledigt, Chef. Machen wir uns auf den Weg in diese Richtung hier. So, da haben wir noch jemanden. Halt! Freund oder Feind? Ah, Jantis. Wir sind Freunde und ihr? Wie sollte ich es wissen, bevor ihr mir nicht sagt, wer ihr seid? Ich bin Ajantis, Knappe und Paladin von Helm. Ich kann aus Tiefwasser her, um den Kampf gegen die Räuber aufzunehmen, die das Reisen auf diesen Straßen so riskant machen. Und ihr, wer seid ihr? Auch wir möchten den Räuber... Wir möchten den Raubüberfällen ein Ende bereiten. Ganz recht. Wenn dem so ist, warum verbünden wir uns dann nicht im Kampf gegen diese verachtenswerten Gesetzesbrecher? Ja, ich... Moment, hört sich gut an. Wir sind immer auf der Suche nach einem weiteren Kameraden. Ganz sicher nicht. Tut mir leid, wir brauchen keine Gefährten mehr. Wohlan, ich wünsche euch Glück auf euren Wegen, denn die Straßen sind sehr gefährlich. Viel Glück auf der Reise. Das können wir sofort erledigen. Ja, also man sieht ja. Wir haben hier mehr als genug Möglichkeiten, Leute zu bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt aber mit den Fünfen hier, mit denen habe ich schon mehr als genug zu tun. Okay, dann decken wir hier mal alles auf. Und sehen, was es hier so zu finden gibt. Ach, hey. Da ist nichts. Hier geht's in den Wald. Ist aber wieder relativ... Ach, hier ist das Ende, okay. Ziemlich weitläufig wieder. Okay, gut. Hier oben...
Da ist soweit auch nichts. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Na, hier gibt es doch noch relativ viel. Hier. Ein paar Kühe, ein Huhn sehe ich. Und ein Pferd. Das hatten wir noch nicht. Mhm. Bitte. Bauerbrunnen. Okay. Es gibt niemanden sonst, an den ich mich wenden könnte. Bitte, ihr seid jung und stark, helft einem, der in Not ist. Hier auf meinem Hof geht es nicht mit rechten Dingen zu und ich habe kein Geld für Helfer. Ich kann es nur durch meine ewige Dankbarkeit vergelten. Ihr braucht euch nicht weiter nach Hilfe umzusehen. Was können wir tun? Oh, euch sei gedankt. Im Namen der großen Mutter, mein Sohn Natten und seine Freunde sind losgezogen, um nach unseren entlaufenden Kühen zu suchen. Und dann sind sie einfach verschwunden. Seit mehreren Tagen sind sie nun schon fort. Wer weiß, was ihnen passiert ist, wo es doch hier von Räubern nur so wimmelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn. Ohne ihn kann ich den Hof nicht halten. Ach so. Nicht, weil er seinen Sohn oder so vermisst oder weil er sich Sorgen macht. Okay, Bauer Bruns vermisster Sohn. Ja, da müssen wir mal gucken. Spricht wohl nichts dagegen. Ich sehe mich jetzt hier nochmal um. So, kommen wir da rein. Jawohl. Na gut, hier wird es jetzt nicht sonderlich viel geben. Jetzt geht's mich was an, richtig? Verschlossen. Von denen kann ja sonst keiner hier. Was wollt Kisten ihr? Knacken. Ja, hatte ich ja schon überprüft. Jetzt geht's mich was an, richtig? Gut, dann gehen wir weiter. Naja, man findet hier eben eine nach der anderen Mission. Da hinten. Huhn. Noch ein Huhn. Und ansonsten. Na, gehen wir mal hier lang. Oh! Okay. Das sieht ja wirklich widerwärtig aus. Heilige! Haha, tschüss. Und ich bin tot. Das ging schnell. So, laden wir. Dann habe ich ihn gespeichert. Hier hinten. Okay. Jetzt geht's mich was an, richtig? Doch, jetzt kann ich das ganze Zeug hier wieder absuchen. Ja, genau deswegen sollte man einfach dauerhaft speichern. Ich denke manchmal, naja, ein paar Meter werde ich ja schon noch laufen können, ohne dass ich hier direkt attackiert werde. Haben wir überhaupt schon mit denen hier gesprochen? Ihr seid also zurück. Habt ihr es getan? Habt ihr die Schlampe getötet? Wir haben hiermit nichts mehr zu... Achso, nein, wir haben sie noch nicht getötet. In diesem Fall kommt wieder... Ja, okay. Gut. Das jetzt haben wir angenommen. Was an, richtig? Ja, Mann, jetzt darf ich hier wieder alles ablaufen. Da können wir runtersteigen. Oder ist eine Katze? Okay. Was ist das denn? Okay, wir sehen da gleich mal runter. Sehr ominös alles. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. So, den Weg hier gehe ich nochmal ab. Genau, hier wurden wir ja attackiert. Ja, gucken wir mal. Taucht er hier nochmal auf? Ja, da vorne. Und er ist schon wieder weg. Oh je. Boah, kann er mal bleiben, wo er ist? Attacke. Ich habe gespeichert, von dem her. Gucken wir mal. Achso. Zauber. Verstrickung, heilen. Ach, der Segen, der wirkt ja auf uns. Und kann ich den jetzt einfach mal... Ja, machen wir mal auf ihn. So, sie hier kann... Befehl. Können wir mal probieren. Oh, schön. Hat funktioniert. Au. Okay, das war's mit ihm.
Ah, ich glaub, den können wir noch fertig machen. Ich will es jetzt natürlich nicht zu sehr herausfordern. Was es hier für Ungeziefer gibt. Schrecklich. Okay, da hinten ist er. Oder war er. So, können wir den jetzt mal hier aus der Entfernung angreifen? Naja, bei ihr geht das eben schlecht. So, Segen, Zauberkeule. Naja, Verstrickungen könnten wir probieren, aber der haut ja wahrscheinlich sowieso gleich wieder ab. Von dem her wird das ja wohl nicht so einfach funktionieren. Ich hätte ihn erstmal... Oh, schön. Schön, schön, schön. Weiter, weiter. Los, Leute. Greift an. Der ist nach einer Attacke... Ist der einfach verreckt. Mann, ist das bitter. Kann ich die... Ach, wir müssen mal gucken. Ich glaube, den kriegen wir schon noch fertig. Ich würde den zumindest gerne besiegen. So, weil sie hier kann den jetzt mal... Hier... Ja, der muss einfach mal zurückbleiben. Genau, sie zaubert. Der mit dem Bogen. Sie... Zauberkeule. So, Segen. Moral der betroffenen Wesen plus 1. Ja, Segen ist eigentlich ganz gut. Machen wir mal. Oh, sie soll auch aus der Entfernung angreifen. So, und ich hau hier erstmal ab. Ja, jetzt haben wir aber nicht so viel Leben abgezogen. Es ist ein Massaker. Also mit seiner einen Attacke macht er uns schon gut zu schaffen. Fehlt hier nicht irgendwie einer? Die? Wo? Sie ist nicht hier. Ah, die steht hier hinten. Das ist ja super. Ich habe mich schon gefragt, wo die jetzt eben war. So. Ich probiere es nochmal. Alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk. So. Ja, wir können jetzt hier nicht mal die Rüstung benutzen. Ja, das mit dem Schlafen ist eigentlich ganz gut. Und die müssen halt direkt angreifen. Ich weiß halt nicht, ob man hier in den Nahkampf gehen sollte oder ob das dann ein wenig zu kritisch ist. Los, zerstört ihn! Macht ihn platt! Okay. Und jetzt vielleicht noch... Kann ich irgendjemanden heilen? Nee, gerade nicht. Sonst noch irgendwelche Zauber? Ich habe die Keule hier. Kann ich hier noch heilen? Nee. Achso, hier. Naja, Verstrickungen hätte ich noch. Und den Segen. Naja. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Komm schon, der hat doch nur noch so wenig. Ah, wir haben den gleich, aber wieder... Jawohl. Wow. 975 Erfahrungspunkte, das ist ganz gut. Wird sofort erledigt, Chef. Alles klar. Hat er noch irgendwas bei sich? Anke, Panzer. Okay. Böses entdeckt. Pack ist voll. Dann soll... Sie das vielleicht mal mitnehmen. Kannst du aber auch nicht benutzen. Kann das irgendjemand benutzen von uns? Nö. Was hat es hiermit auf sich? Der Ankeg ist ein in der Erde lebendes, insektenähnliches Wesen von 3 bis 6 Metern Länge. Er ist hauptsächlich in Wäldern oder guten Ackerböden zu finden. Ankegs haben einen Panzer aus einer Substanz, die Chitin genannt wird. Chitin ist äußerst hart und dabei doch sehr leicht. Größe, Gewicht und Härte des Panzers machen diesen zu einem vielgesuchten Material. Es können daraus zum Beispiel Rüstungen gefertigt werden. Ist sehr schwer, wie ich gerade sehe. Gut, dann geben wir das mal ab. Okay, dann müssen wir mal gucken. Also irgendwelche Rüstungen können daraus gefertigt werden. Ist wahrscheinlich auch teuer zu verkaufen, würde ich mal schätzen. Das ist doch nicht mal schlecht. Na seht ihr, geht doch. So, da wären wir wieder hier gewesen.
So, nochmal hier. Sprich, okay. Dauerbruns vermisster Sohn. Habt ihr nichts? Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich glaube, hier war ja auch wieder nichts. Kommen wir darüber? Ah. Aber es sind ja wieder alle verschlossen. Und das ist so. Okay, alles klar. Gut, hätten wir das auch. Wird sofort erledigt, Chef. Dann kommt mal mit, Kollegen. So, wie viel braucht sie jetzt nochmal für den nächsten Stufenaufstieg? Ja, noch ein wenig. So. Ja, Vikonia ist da schon relativ nah dran. Ja. Ah, das ist echt ärgerlich. Das ist unser eigener Charakter. Oh, da ist ja noch, einer. Also, ja, jetzt habe ich ja meine Zauber aufgebraucht. Also, ob das jetzt so gut geht, möchte ich mal bezweifeln. Ich glaube, wir sollten abhauen. Das wäre jetzt erstmal die bessere Idee. Mich was an, richtig? Bleibt der jetzt auch weg? Ich will nämlich erstmal speichern, bevor der wieder... Jetzt geht's mich was an, richtig? Der schon wieder... Nein, der taucht hier drinnen auf. Was ist das denn? Mich was an, richtig? Hat der sich jetzt den Bürger da vorne gesnackt? Ich hoffe nicht. Okay, jetzt habe ich gespeichert. Das war ja kein schönes Erwachen. Ja, gucken wir mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir mit dem nochmal so fertig werden. Ja, ich kann hier nochmal angreifen. Ich meine, wenn wir ein paar gute Treffer hinlegen, dann würde das schon funktionieren. Ansonsten, naja. Ja, jetzt treffen wir ihn hier überhaupt nicht. Ah doch, ja, jetzt haben wir ein paar gute Treffer hingelegt. Komm schon. Jawohl. Das geht doch. Schön. Den kann er wieder mitnehmen. Und Geld, natürlich. Insekten tragen standardmäßig Geld bei sich. Okay. Was spricht wohl nichts dagegen? Also manchmal, ja, da ist einfach viel Glück dabei. Also ihr seht es ja, bei dem anderen bin ich ein paar Mal verreckt und den habe ich jetzt direkt geschafft. Naja, wahrscheinlich hätte ich einfach direkt in den Nahkampf gehen sollen. Also das muss man dann auch wissen, welche Waffen man gegen welche Monster einsetzt. Und klar, diese Fernkampfwaffen, die richten dann weniger Schaden an, als wenn ich jetzt direkt mit dem Schwert auf die losgehe. Mit dem Zweithänder. Oder mit diesen Zauberfähigkeiten. Naja, Zauberfähigkeiten, die verbrauchen sich eben nur schnell. Dass ich da immer wieder ruhen muss. Da haben wir nur relativ wenige. Und jetzt reisen wir mal hier lang. Genau. Okay. Gucken wir mal weiter, wo uns die Reise hinführt. Wir haben ja auch wieder ein paar neue Missionen bekommen. Und dieser eine vermisster Sohn. Wo soll das nochmal gewesen sein? Ich werde westlich vom Hof mit der Suche beginnen. Ach, und wir haben ja noch dieses eine Erdloch gefunden, genau. Und ansonsten... Vermisster Sohn. Und wo war das jetzt mit der... Die Fischer und die Priesterin. Nördlich vom freundlichen Arm, okay. Sie behauptet, sie hält sich in der Nähe der Brücke nach Baldurs Tor auf. Okay. Okay, dann suchen wir nochmal die Gegend ab. Das muss wohl sein. Und dieses eine Erdloch. Das habe ich auch vorhin gefunden. Da würde ich auch gerne mal reinsteigen. Ich meine, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Da oben. Oh, ist aber noch ein ganz schönes Stück lang hier. Da sehe ich jetzt aber soweit nichts. Nein. Ugh, zwei Stück. Also,
hau mal kurz ab. Wenn uns sicherlich gleich verfolgen. Nee. Nein, ja, genau das habe ich gemeint. Also ich meine, wenn wir sie aufteilen, dann stehen da die Chancen sicherlich besser. Doch, ich kann mir das nicht merken, wann ich den letzten Schnellspeicherpunkt gesetzt habe. Auf jeden Fall schön, dass sie einfach überall auftauchen können, auch in den Häusern. Also da kriegt man ja nachts kein Auge zu. Stellt euch vor, so ein Vieh taucht bei euch mit dem Haus auf. Herzinfarkt. Kann er jetzt mal... Jetzt habe ich gespeichert, okay. Gut. So, wenn wir jetzt nochmal eintreffen. Wo, wo, wo? Ich höre Kampfmusik. Ja. Ich höre Musik, aber ich sehe... Ne, da war eine Kuh. Kühe stellen keine Gefahr für uns dar. Entgegen dem allgemeinen Glauben hin. So, okay, hier taucht jetzt gerade nichts auf. Scheint ja eine gefährliche Gegend hier zu sein. Genau, hier ist dieses Loch. Und... Gehen wir mal hier lang. Ja, speichern. Also der Schnellspeicher hier, das ist der beste Freund. Muss man einfach sagen. Ist auch mein einziger Freund generell. Gerde. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh Gott im Himmel. Gut. Dann, ja, die soll mal lieber auf die Entfernung bleiben. So. Irgendwelche Zauber hier noch? Ja. Hier drauf. Jetzt einfach mal in den Nahkampf gehen. Also im Nahkampf kann man die anscheinend ganz gut bekämpfen. So. So viel dazu. Natürlich, tauchen direkt zwei auf. Ja, okay, das werde ich jetzt nochmal neu laden. Spricht wohl nichts dagegen. So, vielleicht kann ich die nochmal aufteilen, dass mich nur einer verfolgt. Ja. So. Moment, die soll mal hier hingehen. Warten wir mal hier. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Hier. Na komm. Gehen wir den Angriff über. Oh, okay. Ich glaube, der Angriff von ihm hat gerade nicht gesessen. Oh, schön. Wow. Das ging schnell. Also wirklich. Gut. Vikoni hat die Stufe erhöht. Die war, glaube ich, auch als nächstes dran. Also werden wir mal hier nachsehen. Bereits zum Stufenaufstieg. Magierwiderstand, Stufe erhöhen. Wieder keine Fertigkeitspunkte, keine Fähigkeiten. Ja, okay. So. Genau. Sehr schön. Und wir brauchen... Boah, immer noch 518 Erfahrungspunkte. Hm, naja. Naja. Und er hier... kann das hier mitnehmen und sie nimmt das hier mit. Die Kette stecken wir weg. So, okay. Ich glaube, das klappt schon ganz gut. Wird sofort erledigt, Chef. Moment. Also irgendwo hier ist ja noch ein zweiter. Genau den. Dann mal ran, Leute. Genau, Nahkampf, Nahkampf. Da gehen wir auch ran. Und er greift hier an. Oh, ich glaube, er trägt zu viel. Ich bin wohl gestorben. Zu schade. Schnellspeicher laden. So, wer trägt denn jetzt hier gerade zu viel? Nö, das passt, das passt, das passt. Ja, wir tragen wohl ein wenig zu viel. Ich will jetzt ungern einen von denen hier ablegen, aber ich glaube, anders kriege ich das nicht geregelt. Hm. Die wiegen eben 100 Pfund. Ja, und das kann ich jetzt niemand anderem hier unterjubeln. Ach, Mann. Ich meine, woanders kann ich die ja hier wohl auch nicht wegstecken. Ja, ansonsten, ja, eine Rüstung, das ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich muss den mal kurz hier weglegen. Ja, lassen wir den mal hier.
Ich meine, die verschwinden ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht. Deswegen können wir die ja später wiederholen. So, die greifen an. Die besser aus der Entfernung. Na komm. Ups, was war das hier? Gespräch? Nee. Mit dem Monster wollen wir nicht keine Unterhaltung führen. Konversation. Also, wenn mal irgendjemand treffen würde. So viel dazu. Ich habe natürlich gehofft, dass wir treffen. Prügeln einfach hier 4 Leute auf den einen. Oh je. So, jetzt könnt ihr hier wieder auf den Angriff gehen. Moment, wer ist das jetzt hier? Ja, sie kann eigentlich auch mal in den Nahkampf gehen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Jawohl, den haben wir gleich. Okay, das sollten wir gleich geschafft haben. Jawohl. Okay.